Hallo, ich bin's wieder, euer Tute, zu einem neuen Video vom Police Simulator Patrol Officers. Ich habe ein bisschen weitergespielt nach der Aufnahme gestern und habe festgestellt, dass wir für den Streifenwagen scheinbar noch 36 Schichtpunkte brauchen. Karrierepunkte. Finde ich ein bisschen schade, ich würde gerne früher schon Streifenwagen fahren, aber dann machen wir halt noch eine Fußstreife. Ich bin ein bisschen hier unterwegs gewesen, ich war hier oben unterwegs und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in eines der roten Gebiete. Denn hier gibt es eine hohe Kriminalitätsrate. Würde ich sagen, direkt nach North Point. Ich lade kurz. Es macht ganz schön Spaß, das Spiel. Es gibt immer wieder neue Sachen. Ich habe jetzt auch Verkehrsunfälle aufgenommen. Auch Personen gesucht, aber nie gefunden. Und Leute bestraft, die falsch über die Straße gerannt sind. Genau, dann können wir hier mal aufstehen und direkt die Schicht auch beginnen, indem wir mal vor die Tür gehen. So, dies. Also der Kollege wird echt bezahlt fürs Nichtstun. Der ist ja seit 5 Tagen am Ordner sortieren. Naja. Auf geht's. Das ist nicht die erste Map, wo man ist, die wir im Livestream auch gespielt haben. Ich glaube. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Neuer Versuch, neu gestartet. Und jetzt können wir direkt hier anfangen. Strafzettel zu verteilen und Polizeipräsenz zu zeigen. Wie mache ich das? Einfach rumlaufen, oder wie? Der darf hier nicht parken. Ich habe da oben so einen Fortschrittsbalken. Ah, okay. Egal, was ich mache, das zählt dann immer ein Stück dazu zu meinem Progress. So, so, so. Da muss ich mal rüber. Denn der darf ja auch nicht parken. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Sind wir. Ich kümmere mich darum. Wo ist der Unfall? Da drüben. Ich will mal kurz gucken, wie wir laufen am besten. Aber das im falschen Stadtgebiet, da darf ich eigentlich gar nicht hin. Oder? Manche dieser Personen, die so über die Straße laufen, sind ein Bug. Da weiß ich nicht immer, welche jetzt wirklich falsch über die Straße laufen und welche einfach drüber backen. Kollege, das war rot. Hallo? Bleiben Sie stehen? Ich halte Sie an, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Nein, das glaube ich nicht. Ach, das glaube ich schon. Wenn Sie es auch nicht mal zugeben, dann kriegen Sie direkt einen Strafzettel dafür. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die $20. Ach, kommen Sie schon. So viel? Wenn man es nicht einsieht, tut mir leid. Ich habe heute ein kleines Experiment gestartet. Könnt ihr mal auf meiner Insta-Story nachverfolgen. Instagram, to the place. Und zwar habe ich meinen ganzen Tag in 15-Minuten-Schichten eingeteilt und Aufgaben quasi. Und diese Aufnahme hätte eigentlich schon vor einer Viertelstunde fertig sein sollen. Ne, vor 3 Minuten fertig sein sollen. Damit ich jetzt quasi am Schnitt schon sitzen könnte, um den hier das Video zu bearbeiten. Aber da kam ich die ganze Zeit hinterher mit dem Zeitplan. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. Oh, so. Da raucht. Das heißt, die werden auf jeden Fall nachher abgeschleppt. Ich sage erstmal Fotos machen, bevor hier irgendwas verschoben wird. Ich mache mal von allem ein Foto, was man hier irgendwie brauchen könnte. Alles ein Beweis. Die können auf jeden Fall beide nicht mehr fahren, das ist da sichtbar. Okay, wir können mal nachfragen, was überhaupt passiert ist. Erstmal den, der dem aufgefahren wurde. Diese Person war viel zu schnell. Kann ich nicht beurteilen. Okay. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Genau, wer ist denn da überhaupt? Erstmal nachfragen. Bitte schön, Officer. Und vergleichen, ob der Ausweis abgelaufen ist und ob der Versicherungsschutz aufs richtige Fahrzeug läuft. Ausweis ist noch gültig und Versicherung ist auch noch gültig für das Kennzeichen 289, ein Viertürer. Das stimmt überein, aber sein Kennzeichen ist abgelaufen.
merken wir uns. Gibt es hier irgendwelche Zeugen? Haben Sie das gesehen? Scheinbar nicht. Guten Tag. Was ist passiert? Ich war vielleicht etwas zu schnell. Tut mir sehr leid. Ja, etwas ist gut, das sieht da ganz schön schlimm aus. Haben Sie was getrunken? Einmal pusten, was ich Stopp sage. Pust, pust, pust. Ganz, ganz wenig, okay. Haben Sie Drogen genommen? Auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, Sie kriegen Ihren Bericht. Hier, Ihr Unfallbericht. Okay, danke, Officer. Gerne. Und eine Strafe, weil Sie zu schnell gefahren sind. Sie bekommen einen Strafzettel wegen der Geschwindigkeitsübertretung. 100 bis 150 Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. Entschuldigung, haben Sie sich selber eingebrockt. Nicht laufen lassen, weil das Auto wird abgeschleppt. Habe ich eigentlich das auch fotografiert? Ja. Genau, Fahrzeug wird abgeschleppt. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Hier, Ihr Unfall. Natürlich, er wird danke, Officer. Sein. Also, das gibt auch einen Verstoß, und zwar hat er sein... sein Kennzeichen ist abgelaufen. Es ist schon über ein Jahr alt, das heißt, man macht Strafzettel raus. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. Bei so viel Geld ein, zwei Monaten kann man ja ein Auge zudrücken, aber ich finde, wenn er fast ein Jahr sein Kennzeichen nicht erneuert hat, wenn man das hier irgendwie in Amerika die Pflicht ist, dann ist das nicht gut. Und auch der wird abgeschleppt. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Danke. Ich renne einmal darüber. Hallo, stopp. So nicht. Ich habe Sie angehalten, weil Sie unerlaubt die Straße gegangen sind. Nein, das glaube ich nicht. Oh, das sehe ich sehr wohl. Das gibt, wenn man nicht einsichtig ist, dann gibt es immer bei mir einen Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die 20 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja. Jetzt gehen Sie weiter. Passen Sie auf. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Da wird abgeschleppt, da hinten. Und die nächste Person rennt über die Straße. Halt. Ich halte Sie an, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Nein, Officer, bin ich nicht. Sie müssen sich irren. Ich hab's gesehen. Sie scheint die Wahrheit zu sagen. Okay, ich lasse sie mal laufen, weil ich glaube, das ist ein Bug. Schönen Tag noch. Aber man hat ja gesehen, dass sie quer über die Straße gelaufen ist. Aber das sah auch ein bisschen komisch aus. Schneller als ihre Beine. Also könnte gut auch ein Fehler gewesen sein. Auch der wird abgeschleppt. Dann können wir mal hier über die Straße rennen. Denn die stand... Achso. Nee. Nur Behinderte. Der ist behindert. Das finde ich gut, dass man so ein Kennzeichen stehen hat. Dann weiß man es gleich. Wann ist denn hier eigentlich Reinigungstag? Dienstag. Heute ist Donnerstag. Valide. Und auch das ist valide. Die sind alle am Handy hier. Verrückt. Oh, wieso minus 5? Oh, wegen dem Bußgeld, das war nicht richtig. Okay. Huch. Wenn er sagt, er war zu schnell, das hat einen Unfall verursacht, dann. Und der andere sagt das auch als Zeuge, dann dachte ich, ist das schon richtig so. Warten wir mal auf grün. Ah, das dauert mir zu lang. Immer einen rauswinken. Gab das hier einen Unfall oder ist das einfach nur ein Bug? Einmal rechts ranfahren. Eine allgemeine Verkehrskontrolle.
Ist hoffentlich erlaubt in dem Spiel. Ja, komm, parken Sie doch hier. Ich will doch nur kurz gucken. Oh, Federung hier unten. Sie im Blick, machen Sie keinen Blödsinn. Oh, hätte mal einen ausgewunken, der nicht an der Ampel steht. Stop Police. Da bin ich ja die deutschen Kellen wesentlich schöner. So, jetzt kommen Sie bitte einmal hier rechts ran. Guten Tag. Ach so, nee, ich habe gar keinen Verdacht. Dann alles gut. Einen schönen Tag. Denkt ihr auch, ich bin bescheuert. Ups. Ich dachte, man kann einfach so kontrollieren, aber das geht ja wohl nicht. Aber das geht auch nicht. Das sind sogar zwei Verstöße. Einmal auf dem Gehweg und die Parkour abgelaufen. Oh. Wer kann helfen? Ich übernehme das. Ihre Karte ist aktualisiert. Neue Informationen zur Position der verdächtigen Person. Ich lauf mal da runter und da wieder hoch. Kann ich hier abkürzen durch den Stadtpark? Ich muss auf jeden Fall Ausschau nach der Person halten, dass ich die nicht verliere. Allerdings ist jetzt wieder dieser Suchbereich im fremden Wachgebiet und ich bin gestern mal nach der Aufnahme in ein anderes Gebiet reingelaufen, kurz aus Versehen. Und dann kommt dann die Meldung, kommen Sie sofort zurück oder Sie werden gekündigt, wenn Sie in ein fremdes Polizeigebiet laufen oder so. Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Von hier müsste nach links oder rechts die Straße. Hose, brauner Anzug, grauer Anzug. Okay, hier wohl nicht. Gehen wir mal darüber. Stopp, stopp, stopp. Ich glaube, den finden wir nicht. Ich habe schon fünfmal eine Person gesucht und nie gefunden. Hose braun, Hemd grau. Adam Bernett, stopp. Festhalten, zutreffende Beschreibung. Ich halte Sie an, weil Sie einem Phantombild ähneln. Da liegt eine Verwechslung vor. Oh, oh, oh. Das glaube ich nicht. Einmal den Ausweis. Wie heißen Sie denn? Heißen Sie zufällig Adam Bennett? Hier, bitte. Adam Bennett. Au, au, au. Was haben Sie denn dabei? Einmal die Arme breit machen. Eine Salatgurke. Okay. Auf keinen Fall. Hey. Jetzt ist er blöd, jetzt haut er mir aus meinem Gebiet ab. Das mache ich jetzt nicht, sonst werde ich entlassen. Schnell zurück.
Ja, blöd gelaufen. Mist. War das noch grün, gute Frau? Ich weiß es nicht. Das ist blöd, wenn der abhaut. Naja. Kann ich den Taser wieder wegpacken? Sehr gut. Den brauche ich ja gerade nicht. Was lustig war, ich hatte einen Einsatz mit einem... Ich gehe mal quer über die Straße, damit ich... Hey, 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 hey. Ich habe sie angehalten, weil sie unerlaubt über die Straße gegangen sind. Ja, Frech. Das stimmt. Und das ist durch nichts zu entschuldigen. Genau. Wenn wir so ehrlich sind, gibt es auch nur eine Verwarnung. Dieses Mal belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Weil es eine echt gefährliche Kreuzung ist. Danke, Officer. Jetzt passen sie auf, dass sie nicht überfahren werden, wenn sie hier weiterlaufen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Weiterfahren. Ich gehe mal quer über die Kreuzung, damit ich nicht an den roten Ampeln warten muss, weil sonst kriege ich immer so einen Strafpunkt. Der kriegt auch einen Strafpunkt. Und zwar, weil das hier ziemlich an der Ampel ist. Das ist erlaubt, es so zu parken. No parking on Dienstag. Aber ist hier überhaupt eine Parkuhr? Nee, ist ja keine Parkuhr. Man darf hier wohl parken, weil ich immer... Braucht hier keine Parkuhr, aber... seltsam. Das habe ich gleich... wer war das? Ich habe was fallen gehört. Das kann einer von den beiden gewesen sein. Ich weiß es nicht, also Glück gehabt. Habe ich nicht gesehen, nur gehört. Auf dem Bürgersteig geparkt. Eieiei. Wir haben auf jeden Fall sehr hohe Polizeipräsenz gezeigt bisher. Das ist sicherlich gut, um hier die Kriminalität etwas zu senken. Parkour abgelaufen. Ist echt ein gutes Spiel, ein paar wenige, also ein bisschen zu wenig Aufgaben oder immer das gleiche halt. Aber es ist halt die Aufgabe von dem... Fußstreifenpolizist. Der könnte jetzt einen Zettel kriegen, weil er zu weit vom Gehweg wegparkt, aber das ist gerade noch so in Ordnung. Würde ich mal sagen. Die steht jetzt gleich vorbei. Ich weiß aber nicht, wo die Wache ist, weil die sehe ich auch auf meiner Karte nicht. Das ist echt schade. Keine Ahnung, die könnte, glaube ich, hier oben sein. Hier. Ich weiß es nicht. Valid. Invalid. Ich freue mich auf den Streifendienst mit Fahrzeugen. Das muss ich nochmal vermutlich weiterspielen, bis ich dann mein Fahrzeug bekomme. Keine Ahnung. Darf man da parken? Platz gibt's genug? Ich weiß es nicht. Wenn es zwei machen, sieht es richtig aus. Ich glaube, der war zu schnell. Hätte ich blitzen können. Halt! Umweltverschmutzung. Ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Immer werde ich für Sachen angehalten, die ich nicht gemacht habe. Au, 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 au. Sie haben Pupillen geweitet. Zeigen Sie mal, was Sie dabei haben. Außer Ihrem nicht vorhandenen Müll. Make-up. Menschliche Zähne. Ho, ho, ho. Taschenmesser, Würfel, Make-up, Zähne. Ja, keine Ahnung. Ihre Schicht ist um, Officer. Strafzettel. Es gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. Wirklich? Das ist viel Geld. Und das ist viel Schmutz. Nehmen Sie Ihren Müll mit und Schönen laufen Sie Tag weiter. Noch. Auf Wiedersehen.
Wo ist die Flasche? Jetzt ist er weg. Komisch. So, zurück zur Wache. Wo ist die denn? Ja, was gucken Sie denn hier an? Ich hab gar keinen Kaffee. Sieht irgendwie so trostlos aus. Alle Läden haben geschlossen. Keiner hat was zu trinken, obwohl er hier sitzt. Scheint Lockdown zu sein. Ich habe Müll gehört, aber ich habe keinen gesehen. Den habe ich schon bestraft. Hier war ich ja gerade eben schon. Dann schnell zurück zur Wache. Die Schicht beenden. Und noch schnell die letzten beiden Autos kontrollieren. Passt, passt. Rein da. Wo muss ich? Da bei dem Stuhl. Feierabend. Mal sehen, was wir erreicht haben. Frank, als Frank Miller. Warum ist das so warm heute? Schichtbericht. Ein bisschen Minus gemacht, weil wir aus Versehen den bestraft haben, obwohl es nicht richtig gewesen wäre, vermutlich. So stand es dann. Noteinsatz, Tatort, haben wir freigeschaltet. Okay, könnte spannend werden am nächsten Mal. Und schwerer Unfall. Und das alles ohne Fahrzeug. Wow! Nächstes Video wird geil. Vielleicht heute Abend auch ein Stream. Ich weiß es nicht. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Das nervt mich. Ich bin da schon lange zurück. Lass mir gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Nächstes Mal gibt es den Streifenwagen, mit dem sind wir unterwegs. Boah, das wird cool. Ich dachte, ich brauche noch eine ganze Weile bis dahin, aber das scheint ja gut gelaufen zu sein. Danke fürs Zugucken, lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal. Macht gut. Tschüss.